Ich finde die Gläser irgendwie cool. Ich mag die. Aber es ist Geschmackssache. So, oh, was haben wir hier noch Schönes? Wir haben einen Haufen Bilder. Ich finde auch ein ganz schönes Bild da. Mit den geschwärzten Gesichtern. Wunderbar. Würde ich mir auch so hinhängen. Was haben wir hier noch Schönes? Was ist das? Ist das für eine Skulptur hier vor uns? Die sieht irgendwie komisch aus, aber irgendwie auch cool. Ich mag die. Die hat was. Da haben wir ganz tolle Blumen in einer viel zu großen Vase. Mit Maddie reden wir gleich. Was haben wir hier Schönes? Das hat die andere, das hat die Augustin hat das da hingelegt, ne? Als er reingekommen ist. Eine Schraube. Ja, dass sie eine Schraube locker hat, wissen wir. Aber eine so große. Okay, hat schon die Klappe. Das Buch haben wir bereits angeguckt. Gut, ich habe es mit Linda aber noch nicht angeschaut. Ja, das. Wir öffnen es auch einmal kurz mit Linda, das Buch. Was drin steht, haben wir ja schon mal. Also habe ich ja überflogen, beziehungsweise ich habe es schon gezeigt. Also können wir das wieder zurücklegen. Ich weiß nur nicht, ob das einen Effekt hat. Ich glaube, es hatte einen Effekt. Das habt ihr jetzt nicht gesehen, aber da unten war das Zahnrad wieder. Oder nicht Zahnrad, das Filmrädchen. Ja. Kann ich durch die Tür rein, theoretisch? Ja, könnte ich. Ich möchte erstmal mit Maddie reden. Glaubst du echt, Augustin könnte was im Schilde führen? Also, dass sie vielleicht ihren Teil des Handels nicht einhält? Das erscheint einfach zu gut. Macht ja keine Hoffnung. Ja, ist ja beides nicht gerade, kommt aufs selbe raus, ne? Trau nie einem Angebot, bis das Geld da ist. Bildlich gesprochen. Besonders, wenn es einfach zu gut scheint. Ach, komm schon. Nicht jeder versucht ständig, alle anderen über den Tisch zu ziehen. Doch. In meiner Branche schon. Hä? Der Film ist nicht das echte Leben. Ist eh überbewertet. Mag sein, aber wir haben nur dieses Leben. Reine Glaubenssache. Okay, wir können weiterlaufen. Holgestan. Wo ist denn der raus? Ist der durch die oder die andere Tür? Hey, das hier solltet ihr euch vielleicht mal ansehen. Aber durch welche Tür ist er denn? Okay, nicht durch die. So viel wissen wir. Dann war es die andere Tür. Und wenn er schon wieder so rumkrakeelt, dann gucken wir mal, was der Vogel macht. Wir können uns auch zusammen umsehen. Es sei denn, du willst alleine hier bleiben. Okay. Wow, verrückt, dass dein kleiner Maddie-Bär in so einem Ort landet, was? Was? Oh, gar nichts, vergiss es. Warum hast du so geschrien? Sieh dir das an! Hier musst du mal einen Film drehen. Warum? Weil es verdammt cool ist. Schon. Ich kann mich ja mal umsehen. Also sieht schon krass aus, ne? Also. Da muss ich dem Vogel jetzt hier recht geben. Dieser Ort wäre echt der perfekte Schauplatz für einen Film. Ja, das hat er auch gerade gesagt. Wieso? Mit wem hat Maddie gerade geredet? Ich stehe übrigens voll auf dein Outfit. Oh, danke! Aus Italien. Also die Schuhe sind italienisch. Und der Gürtel. Hab ihn billig bekommen. Von einem, der einen kennt, der einen Hosenprofi kennt, von dem habe ich diese Hosen, die dann einer, den ich direkt kenne, genau für mich angepasst hat. Der hat mir auch das Jackett besorgt. So eine super limitierte VIP-Club-Edition. Willst du ein Geheimnis hören? Okay. Der Rollkragenpulli ist secondhand. Skandalös. Oder? Nein. Streng geheim. Darauf kannst du dich verlassen. Puh, also ich habe jetzt wirklich viel erwartet, aber das. Oh. Das wird mir heute noch den Schlaf rauben, da bin ich mir ziemlich sicher. Ich bin
bin immer noch der Meinung, er muss sterben. Warum? Natürlich. Ah, das war ein komisches Geräusch. Ja, das war vielleicht der Geheimgang, der sich da geöffnet hat. Aber bevor wir den Geheimgang betreten, möchte ich mich natürlich erstmal weiter umsehen. Weil ich weiß nicht, ob das natürlich dann eine Sequenz ist, die eine neue Sequenz ist und ich komme da nicht mehr raus. Das wäre schlecht. Jetzt haben wir hier ein schönes Bäumchen. Ist ein Bonsai, wenn man nicht so einen grünen Daumen hat. Dann sehen die ungefähr so aus wahrscheinlich. So. Was haben wir hier Schönes? Da ist nix. Kann ich da hoch? Ja. Sehen wir uns die anderen Etagen an, sehr gut. Warte. Moment mal. Was? Bevor das alles hier weitergeht, muss ich wissen, wie ihr beide euer Stück vom Film bekommen habt. Also, das ist kein Geheimnis. Nachdem meine Mutter vor ein paar Monaten starb, fand ich es bei ihren Sachen. Maddie, wie war der Name deiner Mom? Beide, oder? Hieß sie Bonnie Rivera? Ja, das... Woher weißt du das? Du siehst aus wie sie. Kanntest du sie? Stimmt. Vor langer Zeit. In einem anderen Leben. Ihr kleiner Bruder Jaime war einer meiner engsten Freunde. Onkel Jaime. Ich bin ihm nie begegnet. Ich wusste gar nichts von Bonnies Tod. Ja, es war ziemlich plötzlich. Wow. Maddie, das ist echt traurig. Sehr berührend. Halt die Fresse. Der Typ macht mich fertig. Soll ich jetzt auch weiter drauf eingehen, oder? Ich würde es erstmal dabei belassen. Und was ist mit dir, Stan? Woher hast du dein Filmstück? Tja, das ist eine wirklich gute Frage. Und auch eine kostspielige. Was ist dein Preis? Weißt du was? Darauf komme ich später zurück. Okay. So, die gehen hoch, alles klar, dann gehe ich in den Geheimgang. Ah ja, natürlich. Der Spannerraum. Ja, logisch. Wie? Ich finde jetzt hier klebrige Taschentücher, das ist ekelhaft. Bildschirme gucken wir uns gleich an. Was zum? Sag jetzt nicht, das ist ein Bauplan von dem Haus. Dann kotze ich aber. Okay. Zeitmaschine. Nice. Ja. Gut. Das erklärt vielleicht das mit dem Alter. Sieht aus wie praktisch jeder Raum im Haus. Ja gut, das hat halt einen gewissen Stil, aber das Haus. Wo ist unsere Gastgeberin? Vielleicht in dem Raum, wo kein Signal steht. Oder in einem Raum, der keine Kamera hat. Da, okay. Ich habe die Kameras entdeckt. Ich folge den anderen. Da war nichts mehr, ne? Nö. Nö, nö, nö. Gut. Wir laufen mal ein bisschen schneller. Bringen die alten Knochen hier in Schwung. So, was haben wir hier Schönes? Coole Statue. Aber da fehlt ein Teil.
Ja, aber ich finde es cool. Ich würde es mir hinstellen. Ist schon nicht schlecht. So, was haben wir hier Schönes? Wow. Wow, in Augustins Familie sehen sich alle sehr ähnlich. Was Oder zum... sie steht auf Cosplay. Ach so. Ja gut, ich sag mal so, vielleicht ist der Stammbaum ein Kreis. Das würde die Ähnlichkeit erklären. Je nachdem. Sensationslüsterner Schund. Frank Sam Schein, Green hä? hat Frank Stone gestoppt. Ich könnte das besser. Okay. Ja, ich und Sp lesen und spielen. Ich werde das wieder ein wenig überfliegen. Okay, das ist ja das, was wir erlebt haben, ne? Okay. Mit Stan will ich jetzt nicht reden. Ich kann hier nicht durch. So, wir schauen uns hier weiter um. Da haben wir wieder irgendwas. Dafür brauche ich einen Schlüssel. Gut, den haben wir ja noch nicht. Da haben wir wieder unsere Figurenkiste. Ja, wenn ich das jetzt so nach der Reihenfolge sehe, haben wir bisher alle gefunden, würde ich behaupten. Ich hoffe, ich übersehe keine. Es würde mich wahnsinnig machen. So. Schön, ne? Die neblige Nacht. So kann ich mit dir quatschen? Nö, aber ich kann dich wegschieben. Das ist schön. Augustins Sammlung ist einzigartig. So etwas habe ich noch nie gesehen. Okay, da Da kommen wir nicht komme hoch. ich nicht durch. Ich finde die Torbögen mit den Stacheln echt geil irgendwie. Irgendwie hat das was. Ich mag das. So, ich mag das ganze Anwesen irgendwie. Ich finde das sehr, sehr cool. Das Bild kann ich mir auch nicht genauer angucken. Gucken wir uns jetzt einfach mal das hier Wow. Was für eine Arbeit. Und die Details. Das ist wirklich schön. Ist schon krass, ja. Erinnert mich auch ein bisschen an das Glas. Hier kann ich auch nichts machen. Ansehen. Ich kann hier aber nichts machen, ne? Nee. Okay, ich soll mit Maddie reden. Kann ich mit... Ne, mit ihm kann ich gar nicht reden. Er ist eh komisch. Mit seinem Ja? Secondhand-Rollkragen. Und was würdest du tun, wenn du hier drin wärst und nicht ich? Ach, niemals. Du würdest die Wände hochgehen und einen Ausweg suchen. Wer ist Dan? Pff, nicht in einer Million Jahren. Niemals. Ich würde mal behaupten, Maddie Ich hat. muss zu Maddie. Muss krass sein, jemanden zu treffen, der ihre Mutter kannte. Ich würde mal behaupten, Maddie hat eventuell ein bisschen so ein paar Stimmen im Kopf. Dieser Ort würde dich garantiert umhauen. Und dann würdest du mich hier wahrscheinlich rauswerfen und alles für dich behalten. Mit wem sprichst du da? Was? Was meinst du? Mit Bonnie? Vielleicht?
Ich fühle mich einfach so leer, seit sie tot ist. Als würde ich durch einen Albtraum schlafwandeln, aus dem ich nicht aufwachen kann. Es wird nie einfacher, wenn du jemanden verlierst. Aber irgendwann ist es nicht mehr so schwer. Das hoffe ich, denn manchmal habe ich das Gefühl, ich drehe durch, als wäre sie wirklich da. Würde mich führen, mir was sagen wollen. Deshalb bin ich hier. Ich dachte, sie hätte es sicher so gewollt. Ich weiß, es ist wirklich lange her für dich, aber kannst du mir was über sie erzählen? Von damals? Ach, Gott. Tja. Sie konnte einen einschüchtern wie niemand sonst. Sogar als ich sie besser kannte. Sie tat immer, was sie wollte und niemand konnte sie aufhalten. Das klingt nach Mom. Hast du ein paar Storys? Komm, wir erzählen irgendwas. Ich bin ja auch neugierig. Ja. Ja, da gibt's was, an das ich denken musste. Ich hab's bisher niemandem erzählt. Es ist schon lange her. Wir wollten nur einen Film drehen. Jaime, Chris und ich. Ich kann mich nur ganz verschwommen erinnern, aber eine Sache ist mir immer ganz klar im Kopf geblieben. Glasklar. In jener Nacht, wir hatten eine Kamera abgeholt und wollten nach Hause, fuhren wir am Haus der Riveras vorbei. Die Garage stand offen, hell erleuchtet. Und der absolut verrückteste Sound, den man je gehört hat, dröhnte in alle Richtungen. Und genau mittendrin war Bonnie. Ich glaube, ich habe noch nie jemanden gesehen, der so mit sich im Einklang war. Alles, was zählte, war dieser Moment. Und sonst nichts. Das war deine Mom. Danke. Hey Leute! Seht! Was? Ich sehe gar nichts. Na! Da! Genau da! Oh mein Gott, da draußen ist jemand! Ja gut, das kann jetzt aber auch jeder sein. Das kann auch der Gärtner sein. Was nehme ich denn? Ich habe das Gefühl, dass Augustine mit sowas schon gerechnet hat. Sie hat hier so viele Kameras, dass ihr nicht mal eine Maus entgeht. Bei diesen Maßnahmen sind wir wohl ziemlich sicher. Okay, also meint ihr, wir sollten Augustine suchen? Sie informieren? Auch wenn wir es ihr sagen wollten. Würden wir sie nicht finden? Also, sie sagte, sie geht in ihr Privatreliquiar. Dort bewahrt man Artefakte auf, oder? Hier sind überall Artefakte. Genau. Also, und was, wenn du einen Ort für ganz spezielle, besonders wertvolle Artefakte hättest? Wäre er vielleicht hinter einer Tür wie dieser? Guter Gedanke. Können wir klopfen? Da kommt wohl kaum was durch, auch kein Geräusch. Also ist das wahrscheinlich der sicherste Ort. Ob Augustine da drin ist oder nicht. Okay. Safe der Gärtner. Einer muss sich ja um das ganze Gestrüpp da draußen kümmern. Wir haben wieder einen Freeze in der Sequenz. Schön. Thank you.
brauchen Sie so lange? Ich dachte, wir haben vor dem Dreh noch ein Produktionsmeeting. Der Van ist schon beladen. Ich habe mal irgendwo gelesen, dass Frauen es nicht mögen, wenn Männer sich über ihre Pünktlichkeit aufregen. Sie fühlen sich kontrolliert. Du musstest das lesen, um das zu wissen? Ich dachte nur, du findest die Info hilfreich. Ich will Chris nicht kontrollieren. Wir haben nur viel zu tun. Ah. Hey, genau richtig! Gehen wir ans Werk! Was? Nichts, nichts, nur verhalte dich unauffällig. Bonnie schnüffelt herum. Okay. Sind alle bereit für das Produktionsmeeting? Vor uns liegt eine große Nacht! Leute, also echt, meine Gedanken rasen gerade mit Lichtgeschwindigkeit. Wusstet ihr, dass die Bibliothek jeden Zeitungsartikel hat, der je geschrieben wurde? Total irre! Da steht alles drin! Nein, erzähl mehr. Ich war quasi den ganzen Tag da und las jedes Detail über Frank Stone, das Stahlwerk, die Morde. Das hier ist eine verdammte Goldgrube! War wohl ein produktiver Tag. Und... ja, ich hatte Hilfe von meinem Assistenten. War mir eine Ehre. Oh, da fällt mir ein. Da du jetzt ein offizielles Teammitglied bist, brauchst du das Team-Outfit. Wow. Das ist ja toll. Eine echte Ehre. Diese Ehre will natürlich verdient sein. Ich verspreche, ich werde der beste Hilfsproduzent aller Zeiten. Produktionsassistent. Ja, ja, klar. Schau mal. Wow. Halt, wo ist Sheriff Green? Dad war nie besonders gut darauf zu sprechen. Er hat den Kerl doch erwischt? Ja. Und Sheriff Kusich hat den Ruhm eingeheimst. Die Leute hier wussten, was los war, aber... lass mal sehen. Das ist ein 10-Jahres-Rückblick. Da stehen allerlei grausige Details, die noch nie in der Presse waren. Und Dad wurde auch etwas mehr gewürdigt. Das ist eine echt große Sache. Wir drehen unseren Film genau da, wo alles passiert ist. Besser wird's nicht. Stones Opfer waren echte Menschen. Das war ein echter Mensch. Ja, und? Ich weiß nicht. Es ist eine Sache, darüber zu reden, aber eine andere, ihr Bild anzusehen. Und das ist plötzlich ein Problem für dich? Es ist kein Problem, nur etwas seltsam. Du warst noch wild entschlossen, als ich herkam. Was ist los, Mann? Nichts. Ich will nur nicht irgendwelche Opfer ausnutzen oder so. Wir nutzen hier nicht Stones Opfer aus. Ich will nur das Potenzial unseres Drehorts voll ausschöpfen. So macht man einen guten Film. Du verstehst nicht, worum es geht. Es geht nicht um Stahlwerk. Wo ist das Problem? Findest du dich nicht ein wenig zu begeistert von allem, was dort vorgefallen ist? Jaime, wenn du das wirklich so schlimm findest, dann bleib gerne zu Hause. Chris? Er ist die Nummer 1 in der Dispo. Was heißt das? Er hat die Hauptrolle. Ohne ihn gibt's keinen Dreh. Ja, weiß ich. War nur ein Witz. Ist doch klar. Ja, klar. Robert und ich suchen im Stahlwerk nach weiteren Drehorten, die mit Stone zu tun haben. Dann werde ich diese Sache durchziehen. Egal um welchen Preis. Ist aber auch mal zickig. So, ich kann mich wieder bewegen. Wunderbar, darauf habe ich gewartet. Denn ich würde gerne für heute Schluss machen.
Weil ich morgen wieder früh raus muss. Genau.